Seid gegrüßt, liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem nicht ganz so schönen Thema, und zwar geht es um den nagelneuen Märklin ICE 3 Railbow mit der Artikelnummer 37784. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wieso dieses Modell leider für mich einen neuen Tiefpunkt bei Märklin darstellt. Viel Spaß dabei! Ja, bevor wir auf den Tiefpunkt bei diesem Modell eingehen, vielleicht noch ein, zwei Fakten im Vorfeld dazu. Das Modell ist Ende 2022 im November auf den Markt gekommen, hat die Artikelnummer 37784 und kostet 700 Euro in der UVP. Um genau zu sein, sind es 699 Euro. Dafür bekommt ihr hier diese fünfteilige Grundeinheit. Und wie ihr sicherlich wisst, ist der ICE 3 in Vorbild in achtteiliger Ausführung unterwegs. Deswegen wird von Märklin auch noch ein dreiteiliges Ergänzungsset auf den Markt kommen, womit man den ICE 3 vorbildgerecht auf seiner Anlage fahren lassen kann. Lasst uns auch kurz die Packung mal öffnen und uns das Modell anschauen. Wie gesagt, es ist die fünfteilige Grundeinheit hier enthalten. Oben links und unten rechts die jeweiligen Endwagen. Oben rechts und unten links die Zwischenwagen. Einmal erste Klasse, einmal zweite Klasse. Und der wohl wichtigste Wagen befindet sich in der Mitte, das ist das Bordrestaurant. Dort befindet sich der Motor und die Antriebseinheit. So, dann war es endlich soweit. Ich habe das Modell aufgegleist und mich tierisch auf die erste Runde gefreut. Einfach weil mir die ICE 3 optisch sehr gut gefällt und er für mich zu den schönsten Hochgeschwindigkeitszügen gehört. Ich habe mich auch sehr gefreut, als Märklin das Modell vor über einem Jahr angekündigt hat. Und auch mit dem Regenbogenstreifen bin ich mittlerweile warm geworden und der stört mich überhaupt nicht mehr. Ja, und wie ihr wisst, bin ich grundsätzlich ein großer Fan von Märklin. Ich würde sagen, über 80% meines Fuhrparks bestehen zurzeit aus Märklin-Modellen. Und ja, deswegen habe ich mich einfach sehr auf die ersten Runden gefreut. So, dann war es soweit, die erste Runde. Und wie ihr gleich sehen und auch hören werdet, zack, 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 die erste Entgleisung, direkt bei der ersten Runde. Und ich dachte mir, okay, das kann vielleicht an der Geschwindigkeit gelegen haben. Habe es dann mit einer langsameren Geschwindigkeit versucht. Aber auch hier bleibt der Zug stecken, kommt nicht weiter und entgleist und verursacht auch einen Kurzschluss. Auch hier auf der geraden Strecke bei relativ langsamer Geschwindigkeit passiert das Gleiche. Das Drehgestell entgleist und verursacht einen Kurzschluss. So auch auf dem anderen Anlagenteil das gleiche Bild. Hier war es bei einer schlanken, normalen Weiche, wo auch ein Endwagen-Drehgestell einfach entgleist und einen Kurzschluss verursacht. Ja, und hier in der Nahaufnahme sieht man nochmal ganz schön, wie ein Drehgestell eines Wagens auf der schlanken Weiche entgleist, Funken sprühen und ein Kurzschuss wird verursacht. Ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich extrem verärgert war, dass so ein teures und neues Modell solche massiven Probleme auf der Anlage verursacht und ständig entgleist und Kurzschlüsse verursacht. Und Märklin-Modelle wie zum Beispiel der TGW oder der ICE 4 solche Probleme nie gemacht haben. Ich blende euch auch noch mal ein paar Fahrvideos ein von diesen Modellen. Da seht ihr, die schaffen es in voller Montur, also 10- und 12-teilig, ohne Probleme über die Anlage. Ja, also wie man hier schön sehen kann, schafft es der 4 Meter lange ICE 4 ohne Probleme. Und auch der hier zu sehende TGW Euroduplex, 10-teilig, auch ein sehr langer Zug, knapp 3 Meter misst er, schafft es auch ohne Probleme durch die Kurven und durch die geraden Stellen, wo der ICE 3 Railbow leider entgleist ist. Ich habe dann auch von vielen Modellbahnern über TikTok und Instagram Zuschriften bekommen, die sich ebenfalls den ICE 3 Railbow zugelegt haben und von gleichen Problemen berichtet haben. Also ständig springt bei denen auch ein Drehgestell der Endwagen heraus, verursacht dann Kurzschlüsse und die Modellbahner haben mir dann berichtet, dass sie das Modell zu Märklin zurückgeschickt haben. Ich habe mich dann auf die Spurensuche begeben und geschaut, woran es denn liegen kann, dass ausgerechnet dieser ICE 3 solche Probleme verursacht. Weil, wie ihr gesehen habt, die anderen Hochgeschwindigkeitszüge von Märklin, die in den letzten Monaten und Jahren auf den Markt gekommen sind, verursachen solche Probleme zum Glück nicht. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass sowohl die Endwagen als auch die Zwischenwegen einfach extrem leicht sind und es wahrscheinlich am zu niedrigen Gewicht liegt, dass die Wagen an so vielen Stellen entgleisen. Ich habe mir dann aus dem Automobilzubehör solche Auswuchtgewichte für Felgen organisiert. Ein so ein kleiner schwarzer Balken wiegt 5 Gramm. Und er hat eine Klebestelle hinten. Wenn ihr diesen Streifen, diesen Plastikstreifen abzieht, dann ist dort eine Klebeschicht, die sehr gut hält. Und die Gewichte sind auch sehr schön klein. Wie ihr seht, könnt ihr die also auch in den Wagen gut verstauen, dass man sie kaum sieht. Und damit habe ich versucht, das Problem zu beheben. Da steckt natürlich ziemlich viel Aufwand drin. Man muss sich jeden Wagen einzeln anschauen. Man muss extrem viele Testfahrten fahren. Ich habe mehrere
Abende und auch Nächte damit verbracht, Testrunden mit dem ICE3 zu fahren und zu schauen, okay, bei welchen Drehgestellen liegt zu wenig Gewicht auf, an welchen Drehgestellen muss ich wie viele von diesen schwarzen Gewichten an welche Stellen kleben. Ja, und wie ihr hier gleich sehen werden könnt, war nicht jede Testfahrt direkt sofort erfolgreich. Ich habe das Modell dann ohne Gehäuse fahren lassen, einfach damit ich möglichst schnell Gewichte hinzukleben oder auch abnehmen kann. Ja, auch hier schön zu sehen, dass offensichtlich noch zu wenige Gewichte an der Stelle platziert waren. Und das hat dann solche Luftaufnahmen ergeben, ja, die wirklich schon sehr schmerzhaft waren, wenn man bedenkt, dass hier so viel Geld auf der Platte liegt. Ja, und hier könnt ihr nochmal sehen, wie ich die Aushochgewichte in den einzelnen Wagen platziert habe. Teilweise hinter den Sitzreihen, teilweise auch auf den Sitzreihen. Und hier nochmal im Extrembeispiel zu sehen, ein Endwagen, wo ich einfach hinter den Fahrersitz sehr, sehr viele von den schwarzen Aushochgewichten hinterlegen musste. So, und dann war es endlich soweit. Nach etlichen Stunden Testfahrten, Wagen öffnen, Gewichte positionieren, Gewichte rausnehmen, die erste Runde ohne Entgleisung und ohne Kurzschluss mit dem neuen Märkten IC3 Rainbow. Es lag also wirklich an dem zu niedrigen Gewicht der Endwegen und auch der Zwischenwegen. Und mit diesen Auswuchgewichten aus dem Automobilzubehörbereich hat es geklappt, den Zug ausreichend zu beschweren an den richtigen Stellen, sodass die Drehgestelle in ihrer Spur bleiben. So, liebe Modellbahnfreunde, nach den etlichen Stunden Testfahrten und Rumärgern werde ich so langsam wieder die Gehäuse auf die Gestelle montieren, damit der Zug auch wieder optisch ein schönes Gesamtbild ergibt. Ich habe mittlerweile auch das dreiteilige Ergänzungswagenset erhalten und werde dort das gleiche Reparaturprozedere durchführen, damit der Zug auch achtteilig sicher durch die Anlage kommt. Ja, wie ich vorhin berichtet habe, haben mich ja viele Modellbahner auf TikTok und Instagram kontaktiert, die mit dem IC3 Rainbow ähnliche Probleme hatten, wo es also auch ständig zur Entgleisung kam. Und die haben das Modell zum Märklin zurückgeschickt. Ich bin wirklich gespannt, was die Reparatur von Märklin ergibt, ob es da eine Lösung geben wird. Und falls es da die ersten Rückmeldungen geben wird aus der Community, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Im nächsten Video wird es ein ausführliches Review zum ICE3 Rainbow von Märklin geben, dann auch mit der bekannten Pro- und Kontraliste, wie ihr sie auch aus meinen letzten Reviews zum ICE4 oder den Märklin und Rocco Vectrons kennt. Eins sei hier schon mal vorweggenommen, der ICE3 Rainbow von Märklin hat auch einige Punkte auf der Pro-Seite. Nichtsdestotrotz ist mein erster Eindruck von dem Modell natürlich etwas getrübt, da ich tagelang jetzt gebraucht habe, um das Modell fahrfähig zu bekommen und es ja einfach extrem viel Aufwand bereitet hat, hier die richtigen Gewichtsabstimmungen selber vorzunehmen. So, liebe Modellbahnfreunde, das war es dann auch schon wieder mit den ersten Eindrücken zum neuen ICE3 Rainbow von Märklin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einige Erkenntnisse mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und mich unterstützen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.